Schmerzen, oder? Beim Reingehen. Die Jungs sind hier so ungefähr letzten Phase in der Offseason. Der Schwerpunkt in der jetzigen Phase liegt auf jeden Fall auf der Schnellkraft. Beide haben einen sehr guten Fortschritt gemacht. Wir haben erstmal natürlich Grundkraft erarbeitet. Na, ich war die letzte Woche in Köln, ne? Dann haben die so Tests gemacht. Da musste man so Klimmzüge machen, wo man so, so 91 Grad so eine Stange. 8 Stück. Hat zwar keinen interessiert, aber. Wenn es zur Vorbereitung geht, desto mehr gehen wir quasi in die Schnellkraft rein. Das ist das, was die Jungs arbeiten. Die Jungs haben auch eine Curve-Fettmessung gekriegt, haben sehr gute Fortschritte gemacht beide und haben Muskelmasse aufgebaut. Wir sind sehr zufrieden bis jetzt und ja, wir freuen uns, wenn die Saison endlich wieder losgeht und wir die Jungs auf dem Eis sehen.